Vier Meister der Kulinarik, zwei Länder, eine große Vision. Die kulinarische Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg. Das sind die Merkmale des Vereins Culinaria Tirolensis. Sie widerlegen, dass viele Köche den Brei verderben, die Südtiroler Chris Oberhammer und Markus Holzer und die Osttiroler Josef Mühlmann und André Ziss. Culinaria Tirolensis ist entstanden aus von mir an sehr großen Bedürfnis, die Region in dem Selbstreden des Buschertal mehr gastronomisch auf die Landkarte zu setzen. Sei es in Südtirol, sind die Buschertaler Alpen, die was mit Schnee in Begegnung sind, und vor allem die netten Leute, aber nie mit Wein oder Gastronomie, da sind wir alle wie Stiefkinder gewesen. Nicht? Und ich bin sehr lange im Ausland gewesen und dann gesehen, dass eigentlich Leute das weitergeht, wenn jemand einmal eine Initiative ergreift und andere mitzieht. Dann habe ich damals 2014 das Gourmet-Festival ins Leben gerufen, was wir jedes Jahr wiederholen. Und da haben wir rundum Telefonat gemacht, wer möchte dabei sein. Aus dem mittlerweile regelmäßig stattfindenden Gourmet-Festival Hochbustertal hat sich der visionäre Verein herauskristallisiert. Tradition, die Liebe und das Bewusstsein für die Region, all das macht Culinaria Tirolensis aus. Regionale Kulinarik grenzüberschreitend zu pflegen und regionale Produkte zu fördern, sind nur einige der Herzensangelegenheiten des Vereins. Culinaria Tirolensis hat sich gegründet mit der selbstgestellten Aufgabe, die Gastronomen, die Gastronomie über die Grenze hinweg im Bustertal zu verbinden, den Austausch zu fördern, einerseits zwischen Gastronomen selber, andererseits aber auch nahe Kreisläufe zu stärken zwischen den Gastronomen, den bäuerlichen Produzenten und letzten Endes auch in Sachen Ausbildung den Nachwuchs für unsere Branchen gemeinsam zu begeistern und natürlich auch mit auszubilden, wo wir uns positiv einbringen können. Neben zahlreichen Veranstaltungen und Events, die das Herz von Genussmenschen höher schlagen lassen, reiht sich nun ein weiteres Leuchtturmprojekt in das kreative Schaffen des Vereins ein. Das gemeinsame Buch Culinarium Tirolensis. Bei jedem ist sein Statement drin. Es hat jeder seine Lieblingsgerichte praktisch drin. Seine Lieblingsbauern und respektive auch seine Lieblingswinzer. Wir haben noch Gerichte drin, von einem Melkermuis bis zu Schlipfkropfen, wie sie in Osttirol heißen, die Schlutzkropfen sind es bei uns in Südtirol. Da, von einem Lamm, von einer Buschertaler Sprinze. Wir kennen da eigentlich genau die Produkte aus, was unsere Region und unsere Gegend ausmachen. Die vier Feingeister von Culinaria Tirolensis haben mit ihrem Blick über den Tellerrand Großes geschaffen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bringt in einem Bereich, der an und für sich bereits verbindet, einen großen Mehrwert. Die Wirtschaftskammer Tirol hat natürlich ein Interesse, dass Betriebe in der Region weiterkommen und auch Hebel für so eine Weiterentwicklung sind Kooperationen. Eine gut funktionierende Kooperation wie Culinaria Tirolensis gibt am Ende eins und eins ist drei. Und das ist unser Ziel. Und warum ist es Grenzüberschreitende für uns so wichtig? Weil ich glaube, es braucht ganz konkrete Projekte, damit grenzüberschreitende Zusammenarbeit da wirklich gelebt wird. Der grenzüberschreitende Verein erweitert den Genusshimmel der Europaregion und das soll auch in Zukunft so bleiben. Ganz pauschal, grob drüber gestreut, haben wir im Hinterkopf unter Umständen vielleicht einen Guide zu entwickeln, wo wir die alpine Küche als solches in einem Guide zusammenfassen möchten. Mehrere Culinaria Tirolensis Gebiete mit Gleichgesinnten vernetzen möchten. Das kann jetzt auch hinterm Brenner, vorm Brenner, unterm Brenner oder Felbertown oder was uns halt so gebirgstechnisch trennt in den Alpen sein, um auch Gleichgesinnte zu vernetzen.
Man nehme eine Prise Kreativität, eine Messerspitze Weltoffenheit, ganz viel Leidenschaft und Mut und eine geballte Ladung Talent. Heraus kommt Culinaria Tirolensis, wo grenzüberschreitende Visionen mit viel Enthusiasmus zur Realität gemacht werden.